Auf den Spuren Heinrich Heines in Paris. Soll. Übrigens, das Denkmal in New York sieht ja wieder scheußlich aus, ne? Haben Sie gesehen? Ja, ja. Schon wieder schwer bemalt. Ja, aber ich komme erst im Sommer wieder hin. Nein, nochmal. Auf den Spuren Heinrich Heines in Paris. Ich spreche hier mit dem Literaturwissenschaftler Dr. Bernd Kortländer, einem Heine-Kenner, der sich mit Heinrich Heine, dem großen Dichter und Denker und Sohn der Stadt Düsseldorf, sein Berufsleben lang beschäftigt hat. Sie haben gerade ein Buch herausgegeben und geschrieben, das den Titel trägt Mit Heinrich Heine in Paris. Literarische Spaziergänge. Für wen haben Sie dieses Buch geschrieben? Ja, ich denke, man kann das Buch in zweifach lesen. Einmal auf dem Sofa als Anthologie, eine Heine-Anthologie mit Stellen über Paris, über bestimmte Örtlichkeiten, aber auch über die Stadt insgesamt. Man kann also durchaus auch als reiner Leser die Atmosphäre von Paris wahrscheinlich aus dem Buch sehr schön herausfiltern. Und andererseits kann man mit dem Buch in der Hand, und so ist es auch gedacht, durch die Straßen von Paris spazieren und sich die Stadt und die Örtlichkeit mit Heines Augen ansehen und gewissermaßen seine Kommentare zu den Gebäuden, zu den Plätzen dort vor Ort dann nochmal wieder zu Gemüt führen. Also zwei Möglichkeiten, das Buch zu benutzen. Mhm. Jetzt nochmal eben ein bisschen zurück. Heinrich Heine emigrierte im Jahr 1831 nach Paris. Er ist aus Deutschland geflohen, weil er hier nicht publizieren konnte, weil er von der Zensur Preußens bedroht war. Er blieb Paris aber bis zu seinem Tode treu. Ein sehr aktuelles Thema, man mag es kaum glauben. Haben Sie bei Ihren Recherchen auch daran gedacht? Ja, wie gesagt, in Paris war damals die größte Stadt auf dem Kontinent mit 800.000 Einwohnern und davon immerhin 60.000 deutsche Asylanten, also Wirtschaftsflüchtlinge, aber auch politisch Verfolgte, wenn man das hochrechnet, 80 zu 6. Wir reden heute von 80 zu 1, 80 Millionen zu 1 Million. Also doch ein erheblicher Anteil der damals an Deutschen, die in Paris waren. Und Heine wurde ja sehr, sehr, wie soll ich sagen, zuvorkommend in Paris aufgenommen, bis hin zu dem Umstand, dass er sogar eine Rente bekam vom französischen Staat eine Zeit lang, eine Unterstützung, weil er, es war natürlich in der Hoffnung, dass er positiv über die französische Regierung schreiben würde. Also daran denkt man natürlich in diesen Tagen, wie es damals war, als Heine da ankam. Er ging ja nicht als, sagen wir mal, als Flüchtling aus Deutschland weg. Er selber sagt, ich ging, weil ich musste. Es war, der Druck war so hoch auf ihn, dass er sich überlegt hat, ich kann eigentlich nur woanders frische, freie Luft atmen. Aber er hätte damals auch noch zurückgehen können. Erst in den 40er Jahren war ihm dann der Rückweg versperrt. Da wurde ja dann mit Haftbefehl nach ihm gesucht, nachdem er das Wintermärchen und auch die Zusammenarbeit mit Marx und so weiter, hat dann Preußen ein Auslieferungsersuchen an Frankreich gerichtet. Heine konnte nicht ausgeliefert werden, weil er ja auf französischem Territorium geboren war. Düsseldorf war französisch besetzt.
und zur Zeit seiner Geburt. Und er hatte also gewissermaßen das Anrecht, französischer Staatsbürger zu sein, weil er, Sie wissen ja, in Frankreich gilt das Recht des Bodens und nicht des Blutes wie bei uns. Und das hat er aber nicht, davon hat er nicht Gebrauch gemacht, aber es hat ihn trotzdem geschützt. Denn andere wie Marx und so, die wurden ihm ausgewiesen. Heine nicht, er konnte in Paris bleiben, während er nicht nach Preußen oder Deutschland hätte zurückgehen können in dieser Zeit. Also es war dann am Ende ein wirkliches Exil für ihn. Aber ich finde immer, man muss aufpassen, man darf diese ganzen Exilsituationen nicht alle gleichsetzen. Es sind sehr unterschiedlich. Heine lebte ja doch auf einem relativ hohen Niveau in Paris. Er reiste viel, er hatte relativ viel Geld zur Verfügung und er konnte für das deutsche Publikum schreiben, er konnte ja in Deutschland publizieren. Also all das war zu dieser Zeit noch anders, als es dann, wenn man das etwa vergleicht, dann mit den 30er Jahren oder eben auch teilweise mit heute, ja, wenn man heute sieht, was mit den Autoren aus China, aus Iran, aus Syrien passiert. Ja, und wer diese Deutschen, die konnten, waren ja nicht alle Dichter, nein, Denker, nein, Philosophen, was war das? Es waren sehr viele Arbeiter, also tatsächlich Leute, die Sozialdemokratie ist gewissermaßen in Paris ja gegründet worden. La Salle war in Paris und es gab große deutsche Arbeitervereine da. Das waren die politischen. Und es gab eben viele, die einfach gegangen waren, weil sie in Deutschland kein Brot hatten und in Paris hofften, Arbeit zu finden. Also sehr unterschiedlich. Natürlich gab es auch viele Intellektuelle, viele Korrespondenten und Künstler und alles Mögliche, was da in Paris sich herumtrieb. Aber 60.000 ist natürlich schon ganz schön viel. Ja. Düsseldorf hatte damals 12.000 Einwohner. Sie beschreiben 14 Touren durch Paris. Ja. Schreiben über Heines Blick auf die großen und kleinen Dinge der Stadt. Seine Besuche in der Oper, in den Restaurants, den Varietés, den Konzerten. Können wir heute mit dem Buch in der Hand auch noch seine Orte besuchen? Wohin ging denn Heine in Paris? Wo aß er? Wo amüsierte er sich? Ja, einige davon habe ich in dem Buch sicher aufgelistet. Zum Beispiel die Passage du Panorama. Oder der Passage du Panorama, da muss man mal aufpassen im Französischen mit den Artikeln. Aber das war ein Ort, wo Heine sich sehr, sehr gerne aufhielt, wo er sich ja auch gegessen hat. Gleich gegenüber in der Rue Le Pelletier, vor der Oper, hat er ein Restaurant beschrieben, wo er häufiger saß. Es gibt eben dieses Grand Véfour, also ein Luxusrestaurant, wo er sich ja nicht sehr oft gegessen hat, aber gelegentlich sicher auch. Es gibt gab die Theater, einige davon gibt es auch immer noch. Auf dem Grand Boulevard früher, praktisch zwischen Boulevard Montmartre und Boulevard oder dem Place de la Bastille, da lag ein Theater und Varieté und so weiter neben dem anderen. Das hat er auch in einmal aufgelistet, ich habe das in dem Buch auch drin. Viele davon sind heute nicht mehr da, aber einige gibt es noch, die kann man noch sehen. Man kann eben mit ein bisschen Fantasie und Vorstellung, kann man sich das noch sehr gut vorstellen, wie das aussah. Ich meine, klar, durch den Hausmannschen Umbau hat sich Paris eben wirklich nochmal sehr verändert. Aber trotzdem, gerade die zentralen Punkte, Palais Royal, Place de la Concorde, die ganzen großen Gebäude, das ist alles noch da und man kann das sehr schön. Man kann aber auch die Straßen, gerade das 9. Arrondissement, wo er sich ja besonders gerne aufgehalten hat, wo er auch die meiste Zeit gewohnt hat, wenn man dort spazieren geht, am Place Saint-Georges oder so, dann hat man noch ein bisschen was von dieser Atmosphäre, weil es ist abseits der Touristenströme und da ist noch so ein bisschen Paris, die Stadt, ja, diese Flair, was ihn offensichtlich so begeistert hat. Wie fühlte... Kommen Sie noch mal oben zu Buffet, dann kann ich mir noch mal... Wie fühlte sich denn Heine in Paris, in der Stadt, in der die Idee von Freiheit und Gleichheit geboren wurde? In der Stadt, die sich Mitte des 19. Jahrhunderts zur führenden Kulturmetropole der Welt entwickelte. Er fühlte sich wie ein Fisch im Wasser. Das steht auf der Plakette an seinem Wohnhaus an der Rue Faubourg Poissonnière 72, wie ein Fisch im Wasser. Er fühlte sich, glaube ich, wirklich sehr, sehr wohl. Und Paris ist eben
nicht nur ein zentrales Thema seiner Literatur geworden, dann in der Zeit, als er dort gelebt hat, eigentlich das zentrale Thema seiner Prosaschriften. Der überwiegende Teil der Texte geht eigentlich über Paris und über das, was da passiert. Es ist auch für ihn wohl der zentrale Ort, wo er leben wollte und wo er auch begraben sein wollte. Ich meine, er hat sich immerhin selber gewünscht, dass er auf dem Cimetière Montmartre begraben wird. Die Spitze der Welt hat er Paris genannt. Ja. Und im Vergleich zu Berlin. Berlin war da zu der Zeit wohl sehr, sich noch gar nicht entwickelt. Nee. Berlin war Sand, Wüste für Heine und auch wenig, also für ihn nicht besonders attraktiv mehr. Es war, als er dort studiert hat in den 20er Jahren, da war ja doch relativ viel, die Gründung der Universität, viele Leute, die da hinkamen, Hegel und so weiter, das hat ihn natürlich fasziniert. Aber das konnte man, die Salons, wenn man die deutschen Salons mit den Französischen verglich, das war überhaupt kein. Dort gab es eben Tee und in Frankreich gab es Champagner. Das reicht eigentlich schon, um den Unterschied zu beschreiben. Wobei er ja doch die Salons auch besucht hat in Berlin, ne? Ja, er hat die Salons in Berlin besucht und auch in Paris natürlich. Ja. Und kannte sich aus. Also ich meine, auch die in Berlin, meine ich. In Berlin auch, ja, natürlich. Er hat die vor allen Dingen Rahel Farnhagen, ja, den Salon von Helmina von Chesy und so weiter, von diesen Salonieren, die es ja auch in Deutschland gab, hat er besucht. Aber wie gesagt, das war doch sehr, sehr unterschieden von der Pracht und von dem Aufwand, der getrieben wurde und von dem Eindruck, den man da hatte, durch den, sagen wir mal, schon unter Napoleon war das ja teilweise unglaublich aufwendig, wie die da ihre Salons gestalteten und die Einladungen machen. Was ist dann das Besondere an dem Buch? Naja, das Besondere ist eben, dass man das noch nie so gemacht hat, mit den Augen Heines Paris anzuschauen. Wenn man eben guckt, das habe ich ja getan, wirklich mal die einzelnen Gebäude und den einzelnen, wenn er dann eben da schreibt, an dem, da war der große Saal, wo die in den Cancan getanzt haben und da war der Saal, da haben sich die deutschen Arbeiter getroffen und haben diskutiert und so weiter. Und dann, wenn man dann so rumgeht, dann ergibt sich doch ein Bild, das sich doch, womit man doch in diese Zeit nochmal wieder eintauchen kann und einen ganz anderen Eindruck bekommt. Also ich denke, das leistet das Buch. Man kauft also das Buch und kann dann mit dem Buch in der Hand von Arrondissement zu Arrondissement wandern. Sieht man dann denn da noch Gebäude, wo Heine gewohnt hat zum Beispiel, wo er verkehrt hat, Straßen, auf denen er durch Paris stolziert ist? Er ist ja so oft umgezogen. Ja doch, man sieht da sehr viele Gebäude, wo er gewohnt hat. Gerade das ist ja im 9. Arrondissement zum Beispiel, haben wir eben, gibt es einen Spaziergang, da hat man glaube ich 5 oder 6 Wohnungen. Auf einem Spaziergang kann man dort besuchen. Teilweise sind die Fassaden auch noch da, teilweise auch die Hinterhöfe. Und die Hinterhöfe sind eben deshalb interessant. Hinter den Häusern waren häufig die Innenhöfe umbaut mit kleinen Gebäuden, wo dann Handwerker und sowas sich ansiedelten. Und das war dann der Grund, warum Heine so häufig umgezogen ist, weil die dann häufig Krach machten. Ein Schuster oder ein Schreiner oder irgendwie wurde gesägt und gehämmert. Oder Pferde kamen an und machten Krach und dann ist er wieder ausgezogen. Er war sehr lärmempfindlich, hatte ja schon sehr früh Litter unter Kopfschmerzen und so weiter und konnte also Lärm nicht ertragen. Das war dann immer gleich, wenn, vor allem wenn dann Leute in der Nachbarwohnung anfingen Klavier zu spielen, dann war es ganz vorbei. Wem würden Sie denn das Buch schenken? Ich verschenke meine Bücher selbst nur sehr ungern. Ja? Weil ich möchte mich ja niemandem aufdrängen, aber es gibt sicher viele, viele Leute. Also ich habe zum Beispiel allen meinen Geschwistern das Buch in die Hand gedrückt, weil ich weiß, dass viele davon auch gerne nach Paris fahren und vielleicht noch mal einen Aspekt mal auf die Stadt.